So, Leute, da sind wir schon wieder bei Pokémon Kristall Nuzlocke. Frisch nach dem Level-Video, bei dem wir Thaddäus gelevelt haben. Und ja, wie ihr vielleicht gesehen habt im Level-Video, neben dem ganzen dummen Rumgerenne, was ich gemacht habe, was irgendwie sinnlos und zeitverschwendend war, habe ich ja so einige Sachen noch nebenbei gemacht. Also zwei Sachen. Dem einen ist, das war ja auch eher Zufall, dass ich Entei begegnet bin zum ersten Mal, dem ersten der legendären Katzenbestien-Viechern, die rumrennen. Das eigentlich eher, wie gesagt, Zufall ist, dass man dem begegnet. Aber jetzt können wir ihn richtig jagen, mit Hilfe des Pokédexes, worauf ich jetzt im Moment aber gar keinen Bock habe. Weil es eh nur wegrennt. Wir bräuchten irgendwas, was schneller ist. Und natürlich unsere Sleeper. Ich hoffe, wir haben hier noch Sleeper. Reuter kann doch Schlafpuder, oder? Ja, das heißt, wir müssten warten, bis Reuter mal schneller ist. Ist ja irgendein Level 40 Pokémon. Fein. Und dann haben wir einen Wasserstein bekommen, den ich gleich hier einsetzen will, um bei den Alfruinen diese Höhle zu öffnen, der wir noch nicht waren. Also diese Vaulten mit den ganzen Items drin. Und was wir noch gemacht, ich habe die rote Schuppe des roten Gyarados eingetauscht für den EP-Teiler. Weil ich gerade dort in der Nähe war und bevor ich es vergesse, ich das gleich mal gemacht. So, hier müsste das mit dem Wasser gewesen sein. Ja, und wir sehen, wir haben den Wasserstein im Inventar und schon ist hier die Hölle los. Haben wir den Wasserstein noch? Yep, wir haben den sogar noch. Nice. So, was haben wir denn hier Feines? Eine Rätselbeere. Was haben wir hier? Ein Zauberwasser, das wir nicht mehr ins Inventar nehmen können. Ein Stern... Das ist nur ernst hier. Sternstaub. Och, komm. Das heißt, wir müssen jetzt Platz für drei Sachen machen. Proteinen kommen. Das frisst mal der Fels. Na, geht's auch nicht. Komm, das ist jetzt nur euer Ernst, dass wir wieder so viel Scheiße hier. Wir geben einfach mal unseren Pokémon ein paar Items zu tragen. Die wir dann gleich wieder ablegen werden. Ihr müsst jetzt keine Kommentare schreiben, dass es gar nichts bringt. Ich will nur kurzzeitig den Platz hier schaffen. Dann erstmal eine Runde an den PC gehen und den Krams ablegen. Und noch ein Zauberwasser. Wozu brauchen wir eigentlich zwei Zauberwasser? So, jetzt gehen wir hier rein. So, was gibt's denn hier für eine Nachricht? Ihr Wissen... Achso, ihr Wissen ist... enorm. Und sie... lehnen... die Oberwelt ab. Okay. Interessant. Was auch immer. Jetzt dürfen wir uns hier wieder durch Reihen von Inkognito kämpfen. Yeah. Oh, guckt ihr euch dieses Inkognito an. Das ist genau das, der richtige Gegner für Reuter. Den kann sogar Reuter besiegen. Na komm, ich will jetzt hier endlich raus und weiter mit der Hauptstory machen. Ich werde dich wieder... Das hat auch noch keiner gesagt. Ich will wieder gegen Team Rockets Zubats kämpfen. Ein A! Ja komm, das ist wirklich beschissen hier. Das ist der letzte... Das ist der letzte Rotz im Moment hier. Komm schon, Spiel. Was ist denn das hier für eine Encounter-Rate? Es ist ja furchtbar.
dort oben. Oh, ich bin auf den Speed-Knopf gekommen. Und dann gerade noch in so einer Situation, wo es eigentlich dumm ist, ne? Es war unabsichtlich. So. Oh, endlich. Gott sei Dank. Fahrrad. So, gehen wir mal nach Viola City, denn das liegt gleich hier. Und machen mal crazy Sachen. Gehen wir ins Pokémon Center, heilen und lagern. PC. Ablegen. Das Zauberwasser. Sternstück. Sternstaub. Rätselbeere. EP-Teiler. Wasserstein. Das Elixier. Nee, nicht die Bitterbeere. Top Äther. So. Jetzt nehmen wir mal den anderen, den ganzen Kack wieder ab. Appa-Sappa hatte noch was, genau. Ein Nugget. Lagern wir mal alle, um sie mal irgendwann zu verkaufen, vielleicht, wenn wir das Geld mal brauchen. Man ablegen. Nicht Pokémon, sondern Item. So, noch Bonbon und Nugget. Wow, die Hälfte der Folge ist schon wieder rum und wir haben noch nichts Sinnvolles gemacht. So, als nächstes gehen wir noch in den Markt und verkaufen Sachen wie Megablock und Eisheiler, denn das Zeug brauchen wir eh nicht wirklich. Dann haben wir schon mal ein paar Sachen gelöscht. Aus unserem Inventory. Wenn ich nur wüsste, wo der Pokémarkt ist. Hier. Da haben wir weniger Ballast jetzt dabei schon mal. Verkauf. Dann braucht man schon mal einen Eisheiler. Eis hat eh höchstens 3 Runden oder so. Weg. Six Spezial behalten wir mal. So, dann würden wir sagen, fliegen wir mal schnell wieder nach Ducatia City. Erstmal tauschen wir Rapper Supper wieder nach oben. Der Sklave soll ganz unten sein. Fliegen. Ducatia City. Und ab in den Radioturm. Denn wir wollen uns weiter an der Hauptstory versuchen. Bam, 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 ba, da, 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 da. So, auf der Etage waren wir schon, die nächste hatten wir auch schon fertig. So. So. Yes, frisches, neues Gebiet. So, was haben wir... Du hast vor, den Intendanten zu retten? Das wird nicht möglich sein, da ich dich besiege. Ja, dann würde ich einfach wiederkommen. Wenn du es schaffen solltest. Ich will mal sehen, wie du das machst. Das ist bestimmt ein cooler Trick. Nämlich Zubat. Mit dem Zubat, da willst du mich also besiegen. Meine Schwachstelle. Du hast meine Schwachstelle gefunden, Zubat. Aber wie ich Reuter kenne, kann er mit dem Zubat wirklich nichts anfangen. Ne? Ey, wenn Reuter nicht mal das schlechteste Pokémon ist, was es gibt, ne, er kann nicht mal einen Zubat besiegen. Das ist nicht euer Ernst, ey. Das charakterisiert den guten Roy, die Gaming HD, leider auch sehr gut im echten Leben. Er kann nichts. Er ist so dumm zum Scheißen. Da, da, da. Ach komm. Ach komm. Ich wechsle einfach. Es ist so eine Schande überhaupt hier auswechseln zu müssen bei einem scheiß Zubat. Aber Tadeus. Baba, Blubstrahl.
Alter, 5 Minuten haben wir noch. Bis dahin schaffen wir diesen einen Rocket. Golbat, jetzt kommt hier die richtig schwere Artillerie zum Vorschein. 24. Es gibt einfach keine guten Trainingsstellen in diesem Spiel. Also ich konnte nicht mal auf den Wasserrouten diesmal trainieren, weil Thaddäus die einfach nicht tot gekriegt hat. Das war furchtbar. Und noch ein Slimer natürlich. Was hätte ich anders erwartet? Bam, bam, Blobstrahl. Dödel, dödel, dödel. Dödel, dödel. Ba, ba, da, ba, Slimer. Thaddäus. Der Rocket der Reibe. Nein, unglaublich, ja. Papa, du, alter Sack, du wirst auch gegen uns kämpfen, ne? Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Ist das nicht schon der zweite Typ von der Sorte, der immer exzellent so gesagt hat? Rasso. Ein Porygon! Also schon dafür ist er eigentlich ziemlich cool. Ein Porygon ist irgendwie awesome, aber nicht besonders stark. Das normale zumindest nicht. Heute mit Porygon 2 und Porygon Z ist Porygon natürlich viel besser. Aber hier in der Generation kein Porygon, kein nicht mal Schiert. Umwandlung 2. Zu einem Pokémon des Typs Geist. Warum Geist? Ich weiß es nicht, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, als sie diese Umwandlung und Umwandlung 2 erfunden haben. Triplette, ja. Ist irgend so, ist so inne von Porygons Signaturattacke. Porygon ist wirklich nicht gut. Aber es ist awesome. Electric Soldier Porygon. Das war eine geile Episode, wenn ihr die gesehen habt. Jeder große Plan hat einen Haken. Leider kann man die nirgendwo mehr so richtig sehen. Wenn irgendjemand einen Link zu der Pokémon-Folge Electric Soldier Porygon hat, das wäre genial. Du bist gekommen, um mich zu retten? Natürlich, du Intendant. Es ist das, was du erwartet hast. Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gehe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Sag mal, das ist ein dummer Plan. Könnte dein Plan nicht einfach sein, du verrätst es mir gar nicht. 6 Pokémon ist richtig. Smogon. Also, wie gesagt, ach Gott, wir kämpfen schon wieder mit den Reutern, ne? Thaddäus! Electric Soldier Porygon, das war die Pokémon-Folge. Kinder, die das geguckt haben in Japan, haben da epileptische Anfälle gekriegt. Mehrere sogar. Deswegen wurde die Folge rausgenommen. Weil da so viele Blinkeffekte und so waren. Es war... Ich würde die gerne mal sehen. Wenn es die irgendwo gibt. Reuter kann Mondschein lernen? Was macht Mondschein überhaupt? Ja, ich würde gerne wissen, was das macht. Ich lerne es mal nicht. Ich glaube, irgendwas mit Heilen hat das zu tun. Aber Reuter bräuchte eher Attacken, die Damage machen. Nein. Ja. So, Thaddäus. Machen wir weiter. Noch ein Smogon. 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 Und noch ein Smogon. Warum glaube ich, dass der 6 Smogons hat? Vielleicht, weil er es wirklich hat. Wahrscheinlich der geilste Bosskampf überhaupt. Ein Team aus 6 Smogons. Wenn das nicht awesome ist, na dann... Es ist nicht awesome, ich weiß. Immer noch 3. Ah, wie, der hat Smogmog? Ich dachte, er hat ein ganzes Team voll Smogons. Mann, jetzt habe ich mich selber nass gemacht. Das ist nicht so dufte. Dann überlebt das noch ein Angriff.
Und setzt Tackle ein. Na komm, wir überziehen schon wieder die Folge. Ich hoffe mal, das war das einzige Smogmog, das er hatte. Das war ein ziemlich hohes Level, muss ich sagen. Im Vergleich, was andere haben. Es war höher als das Keifel von Norbert. Ah, jetzt geht's wieder weiter mit Smogon. So ist richtig. Mit unseren Blubberblasen hier. Bam, bam, bam. Das letzte Smogon in seinem Team und wir haben den geilsten Boss überhaupt bisher besiegt. Hammer. Ein Hammer-Team. Ich muss sagen, ein Hammer-Team. Es ist einfach hammermäßig, dieses Team. Okay, ich sag dir, wo er ist. Na, wo ist er denn? Wir haben den echten Intendanten in das Untergrund-Lagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Und wir kriegen den Kelleröffner. Nice. Was ist eigentlich hier drüben? Das ist da drüben, sind Items und so Kram. Naja, wir sehen. Mal später, wie man nur reinkommt. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pokémon. Yes.